Ja, unser Antrag hatte offene Haushaltsdaten zum Thema. Das ist eine alte Forderung der Grünen, quasi alle Haushaltsdaten quasi im Internet verfügbar zu machen, eben vollumfänglich und dann in einem Format, was man eben dann auch jederzeit lesen kann. Das wurde bisher immer abgelehnt, weil man damit argumentierte, es sei nicht 100% barrierefrei, und damit war das für die Ratsmehrheit immer abgehakt. Jetzt haben wir anders argumentiert. Es gibt eine Studie, ausgelöst durch die EU, die dann eben auch gesagt haben, dass mit diesen Daten eben auch Geld zu verdienen ist. Das Bundesinnenministerium hat diese Idee aufgegriffen, auch nochmal eine eigene Studie in Auftrag gegeben beim Fraunhofer-Institut Focus, die all das bestätigt haben und die als unter anderem eben die wichtigste Handlungsanweisung gegeben haben, quasi, dass Kommunen ihre Haushaltsdaten quasi für Bürgerinnen und Bürger offenlegen. Mit dieser Argumentation und weil auch das Bundesfinanzministerium dieser Handlungsanweisung gefolgt ist, war es natürlich jetzt für die Ratsmehrheit schwierig, das abzulehnen. Sie haben es jetzt formal nochmal in den POA, in den Personal- und Organisationsausschuss überwiesen, aber eigentlich ist jetzt klar, dass es jetzt demnächst auch quasi verfügbar sein wird für die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger. Vollständig, nicht 100% barrierefrei, aber grundsätzlich barrierefrei, und damit erfüllen sie genau die Forderungen, die wir auch immer erhoben haben.